Herzlich willkommen, meine Minimis, zu diesem Video. Ja, mehr Dota 2. Ich habe ja gesagt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen Dota 2 machen. Und hier sind wir. Das ist einfach nur wieder irgendein Game aus diesem Watch-Ding. Keine Ahnung, was genau es ist. Allerdings hat es ein paar neue Helden dabei. Und wie gesagt, am Anfang lernen wir ja noch. Weil wir kennen ja alle das Spiel noch nicht so ganz. Ja, mich selber da auch mit einbezogen natürlich. Deswegen habe ich mir gedacht, in dem Spiel haben wir einige alte Helden, einige uns bekannte Helden und auch einige sehr neue Helden. Und deswegen halte ich es für angebracht, das hier zu machen. Das heißt, wir gehen einfach mal direkt durch und schauen uns an, was die Helden können, würde ich sagen. Und danach sprechen wir über Teams und Strategie und solche Sachen. Und ja, warum fangen wir dann nicht direkt an? Also wir haben hier erstmal den Leshrac für die Legion-Seite. Nicht mal Legion, wie heißen sie? Dire? Wie heißen die? Goddammit. Radiant. Okay, Radiant. Also für die Radiant-Seite haben wir Leshrac. Leshrac, auch bekannt als Torchrun-Horn. An sich mehr oder weniger der gleiche. Nur das Horn... Also der Torchrun-Horn ist, glaube ich, ziemlich viel besser. Der ist, glaube ich, besser, ja. Wird von Bier-Abuser gespielt. Dann haben wir Warlock, der AFK ist oder so. Ja, schaut AFK aus. Ne, doch nicht, der Konter. Der war wohl tot. Nicht AFK. Der ist fast das gleiche. Aber ja, Warlock ist eine Version von Hellbringer, mehr oder weniger. Also er hat erstmal, naja, er hat den gleichen Ulti und teilweise ähnliche Sachen. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, ich wundere mich gerade genauso wie... Ne, aber ich weiß, was Warlock kann. Nämlich seine erste Fähigkeit ist praktisch, man wählt ein Viecher aus und dann bindet man die zusammen. Und alle Gegner, die zusammengebunden sind, kriegen 20% von dem Schaden von allen Gegnern, die zusammengebunden sind. Falls das jetzt Sinn gibt. Also angenommen, ich treffe 5 Helden damit und ich hau einen von denen mit 1000, dann kriegen alle anderen 200 Schaden. Aber ich hau jetzt irgendeinen anderen von denen mit 500, dann kriegen alle 100 Schaden. So, klar. Ganz simpel, ganz simpel. Ansonsten hat er dann ein Shadow Ward, heißt es. Das ist ähnlich zu dem Dot von Hellbringer, ähnlich. Also es ist nicht das gleiche, was das hier kann, ist praktisch, man kann es auch auf Verbündete machen. Und es hält einfach 9 Sekunden an und in diesen 9 Sekunden kriegt man entweder Schaden oder wird geheilt, je nachdem, ob es auf den Gegner oder auf den Verbündeten gecastet ist. Dann hat er noch so ein Channel Slow, der einen relativ großen AOE hat und ja, ist eine ziemlich gute Fähigkeit, die auch sehr stark so. Und das hier ist der Juggernaut! I'm the Juggernaut, bitch! Und ja, Juggernaut, auch bekannt als Yonero oder unseren werten Herr Swiftblade. Häuptling schnelle Klinge. Ja. Ist sehr ähnlich an sich, alles das gleiche, nur dass er nicht, ach übrigens, ich sollte vielleicht noch kurz den Warlock fertig machen, allerdings bin ich da drauf nicht eingegangen. Bei dem sein Ulti ist praktisch genau das gleiche wie der Ulti von Hellbringer, bis auf mit dem einen Unterschied, dass man sich einen Staff of the Masters kaufen kann. Und der Staff of the Masters hat den Effekt, dass dann zwei von den Dämonen in kurze Reihe, also ein bisschen versetzt, auf die Erde fallen. Aber ja. So wie zu Warlock, auch ein Intel und alles. Dann haben wir Juggernaut. Juggernaut hat erstmal den Wirbel. Also an sich ist es genau der gleiche Held wie Swiftblade. Bis auf die Healing Ward. Das ersetzt Counter-Attack und Healing Ward ist eine Ward. Die stellt, oder so Ding, das stellt man halt hin. Dann kriegen alle Verbündeten in einem Radius von ziemlich groß. Steht gar nicht dran. Nee, ich glaube, es steht nicht dran. Aber in einem ziemlich großen Radius werden alle Verbündeten prozentual von ihren Max-Lebenspunkten geheilt. Allerdings hält die nur einen einzigen Hieb aus, aber sie hält bis zu 25 Sekunden und halt 5% pro Sekunde. Das heißt, das ist eine unglaublich starke Fähigkeit zu pushen oder sowas. In Teamkämpfen eventuell auch, wenn der Gegner sie nicht fokust, aber ansonsten ja, also ich finde sie super. Mir persönlich gefällt die Fähigkeit sehr gut. Und hier könnt ihr sehen, was der Warlock macht. Der castet es auf die alle Creeps, und dann ist er damit verbunden und wird dadurch geharvest. Ja. Ist ein interessanter Held. Auf den gehen wir nachher ein, den kenne ich noch gar nicht, also muss ich mir auch durchlesen, was der kann. Aber dann haben wir Storm Spirit, das ist 1:1 genau der gleiche Held wie unseren Werteherr Dr. Repulsor. Ich glaube, ich kann es mal kurz durchgehen. Ja, ist genau der gleiche Held, ist nichts Besonderes dabei. Dann haben wir noch einen Sanking,
Oh, die diven hier gerade in die Ancient Operation. Ich weiß nicht. Ja, Ancient Operation geht down. Titaner kriegt auch einiges an Schaden, wird aber wahrscheinlich wegkommen. Tower ist in Range. Oder Lashrak möchte definitiv diven. Und hier kommt dann noch das Zanky. Oh, oh, ja, das sollte man nicht machen. Regeneration. Ja, so suboptimal. Naja. Jedenfalls, Sand King, Magnus, genau das gleiche. Keine Unterschiede. Dann haben wir auf der anderen Seite einen Nature's Prophet oder Furion. Aber über den haben wir ja schon das letzte Mal geredet, also werde ich auf den nicht nochmal eingehen. Falls euch interessiert, was der kann, schaut euch mein erstes Commentary Dota 2 an. Ja, das Video heißt, glaube ich, der Anfang vom Ende. Genau, schaut euch das an, da erkläre ich genau, was der Held hier kann. Wurde gerade eben getötet. Dann haben wir hier einen Titan. Der Titan ist ein interessanter Held. Er hat erstmal Splash, oder Gush heißt es. Ist die gleiche Fähigkeit wie die Torrent-Fähigkeit von Kraken. Also ist genau das gleiche. Bin mir ziemlich sicher, dass es genau das gleiche ist. Dann hat er eine interessante Fähigkeit, die heißt Kraken Shell. Und was das macht, ist, er kriegt weniger Schaden von physischen weniger Schaden. Und sobald er 600 Schaden absorbiert hat, dann verliert er alle Debuffs und das beinhaltet Stuns und sonst was. Das heißt, damit macht ihn schon durchaus sehr, sehr tanky. Allerdings levelt er es nicht hoch, er levelt stattdessen sein Anchor Smash. Anchor Smash, Fähigkeit 40 Mana und an sich ist es das gleiche wie Splash. Nur dass man es aktiv aktivieren kann und es geht um den AOE um ihn rum mit 400 Radius. Ihr seht es ja da, dieser schöne Kreis. Und in diesem Radius macht er dann halt 225 Schaden auf einer 6 Sekunden Cooldown. Das ist eine ziemlich gute Fähigkeit. Nun, der Ulti ist eigentlich, was den Helden ausmacht. Ulti ist einfach nur lächerlich. Praktisch alles in einem gigantischen Radius um ihn herum wird gestunt, wird kurz hochgeschleudert und kriegt einiges an Schaden. Ihr werdet später sehen, was es kann. Und es ist unglaublich lächerlich. Es ist ein genialer Ultimate. Macht. Ist unglaublich stark. Vom Konzept her vielleicht ein bisschen langweilig, aber ist unglaublich mächtig. Dann haben wir Huskar. Huskar ist ein interessanter. Sorry, ich trinke gerade Tee. Ich hätte mir vielleicht gerade keinen Tee machen sollen. Ja, ich trinke Tee, ich mag Tee. Problem. Ja, aber Huskar, es gibt Leute, die würden sagen, dass er Malekin ähnelt und ich denke, dem können wir zustimmen. Also es ist ein Range-Held, hat nicht die größte Range, ist aber Stärke. Und wir gehen einfach mal der Reihe nach die Fähigkeiten durch. Also die erste ist Inner Vitality, die heilt ihn oder einen Verbündeten über für 16 Sekunden lang. Und ja, also prinzipiell gibt es einem noch Lebensregeneration, also 2, 4, 8 Lebensregeneration und dann einen Bonus, je nachdem wie hoch sein Primär ist, also je nachdem, ja, wie hoch seine Stats auf seinem Primärattribut sind. Und wenn er unter 40% Leben hat, dann heilt es ihn schneller. Jo. Schon eine interessante Fähigkeit. Allerdings fällt ihr, wird euch hier, also das müsst ihr im Hintergrund behalten, das wird euch auch auffallen bei dem Helden. Dieses unter 40% Leben, Huskar hat sehr viele Fähigkeiten, die dafür sorgen, dass er weniger Leben hat oder die davon profitieren, wenn er weniger Leben hat. Aber wir werden es ja gleich sehen. Dann Burning Spear. Das ist so ein Orb-Effekt. In der Zwischenzeit haben wir oben einen relativ großen Kampf. Das seht ihr, den Dämon von der Hölle kommt und droppt auf die Gegner und in der Zwischenzeit die Slashing Strikes oder wie auch immer sie heißt. Omni-Slash. Ich glaube, in Hon heißt es das Slashing Strikes. Ich möchte Slashing Strikes nennen, aber Omni-Slash kriegt den Easy-Kill auf Furion und Huskar möchte vielleicht hier noch was reißen, aber das wird nichts. Aber ja, nun Huskar, wie schon gesagt, ist ein interessanter Held. Dann gehen wir einfach mal die Fähigkeit durch. Burning Spear, Huskar setzt Spear aflame, dann bereitet den Damage over time with his regular attack. Multiple attacks will stack additional damage. Each attack drains some of Huskar's health. Die kostet keinen Mana, die kostet 15 Leben pro Angriff und 16 macht 16 Schaden pro Sekunde auf dem Gegner und man kann es auf ihn hochstecken. Ja. Oh, Storm Spirit kommt und schafft es, den Kill auf den Huskar zu kriegen. Oh ja, natürlich. Aber dann Berserker's Blood, Huskar's Insurance Speed, his power, giving increased attack speed and damage for each 7% missing health. Für jedes 7%, wo er weniger Leben hat, kriegt er Bonus Attack Speed von 3, 6, 9, 12 und Bonus Damage von 2, 4, 6, 8. Ziemlich easy und ziemlich offensichtlich, ja. Und der Ulti ist interessant. Was er nämlich macht, ist, wenn man mit dem Gegner an ist, hat eine relativ große Reichweite.
Und dann springt der dem so ins Gesicht, macht ihm 50%, nee, macht 5, macht doch, ich glaube, nein, doch, doch, er macht 50% Schaden. Ja, er macht 50% Schaden zum Gegner. Also von seinem aktuellen Leben, aber es ist trotzdem deftig. 50%, ja. Und hier seht ihr schon, er macht auch einiges DPS. Ja. Da brennt der gute Helden Sanking. Und ich weiß nicht, ob er rauskommen wird. Versucht sich raus zu TPen, wird nicht reichen. Nein. Ja. Aber 50% Schaden auf den Gegner von seinem aktuellen Lebenspunkt, 50% Slow. Und wenn man ihn höher levelt, kriegt der selber weniger Schaden, weil das ist der Nachteil bei der Fähigkeit. Man kriegt selber auch einiges an gutem Schaden. Und beziehungsweise man kann es auch als Vorteil sehen. Und die Cooldown wird radikal reduziert. Ist da sehr, sehr, sehr niedrig. Und ja. Ja, so viel zu Asuka. Dann gehen wir jetzt noch zu den letzten zwei Helden, damit wir, was das angeht, fertig sind und tatsächlich über das Spiel reden können. Nun, von dem weiß ich nur ganz grob, was er kann, und deswegen werden wir einfach alle Fähigkeiten durchlesen und uns anschauen, ja, wie das Ganze ausschaut. Also, Disruption. Und ich glaube, er wird gerade gegankt. Ja, hier kommt der Storm Spirit. Und Easy Kill. Dann sprechen wir als erstes über die Ancient Operation, aber die ist noch im Leben. Nun, wenn ihr den Helden hier seht, wird euch vielleicht was auffallen. Einige Ähnlichkeiten mit dem werten Herr Brevenant oder beziehungsweise in einer Fähigkeit an sich eigentlich nur. Aber Ancient Operation ist ein lustiger Held. Ist ein sehr beliebter Support-Held tatsächlich. Und sehr, sehr stark. Aber ja, also, Cold Feet. Places a frozen hex on an enemy unit that deals damage over time, but can be disabled by moving away from an initial cast. But if the unit doesn't move outside of the given range, it will be stunned and frozen in place after 4 seconds. Damage over time, 62,5 aktuell, geht von 37,5 auf 75 hoch. Break distance 740 und stun duration 1,25 bis 3,5 Sekunden. Hat eine relativ geringe Liga. Ihr müsst euch das Ganze wie so ein Gegensatz von Babels Ultimate vorstellen oder Pack Ultimate. Call Field, man setzt es irgendwo hin und dann ist das Ziel davon wegzukommen, statt da zu bleiben. Ansonsten kriegt man Schaden und wird gestunt. Mhm. Genau das gleiche wie Bubba's Ultimate, nur andersrum. Dann Ice Vortex. Das muss ich jetzt erstmal selber lesen. Oh, da schreibt, seht ihr schon. Call Field. Oh, ein Hieb noch. Ja. No, der Block. Oh, Big Block. Oder hat er? Nein, 60% geschossen. Big Block. Und hier kommt der werte Kollege Warlock Golem. Und chase jetzt die Ancient Operation. Allerdings frage ich mich, ob das jetzt so die schlaue Idee war, weil die werden ihn definitiv nicht kriegen damit. Oder werden sie Lashra kommen? Und ich weiß nicht, wie sie ihn gesaut haben, aber sie haben Sinn gekriegt. Und jetzt Titan sollte kein Problem sein. Oh, das ist der Titan Ultimate, von dem ich gesprochen habe. Die zerstören einfach kurz den Warlock und Chasen jetzt auf den Nashark. Nashark würde Invisibility botten. Reicht es nur? Invisibility hat eine Aktivierungszeit. Und ja, Nashark geht down. Da kam der Dot ins Spiel. Und ja, ja. Ancient Operation hat das Ganze, glaube ich, nicht überlebt. Nein, leider nicht. Aber trotzdem, schöne Initiation. Dennoch wollte ich jetzt noch kurz weiter drauf eingehen. Ice Vortex, das heißt, man platziert es irgendwo hin, 275 Radius, alle Gegner werden geslaut. Sie kriegen mehr Magieschaden. Chilling Touch ist praktisch mehr oder weniger genau das gleiche wie der Revenant Slow. Also, wenn man das auf einen Verbündeten macht oder auf sich selber, dann kriegt man Chilling Touch auf seinen Angriff, oder? Frequenting, der mal vorgegeben. Ach, das ist ein AOE. Und es hält 40 Sekunden an. Okay, das heißt, man kann es. Oder ist das ein AOE? Ist es Single Target oder AOE? Tut mir leid, ich komme gerade nicht drauf. Ability Target Point. Target Point. Target Unit. Ja, es ist ein AOE. Also, das gilt auf alle Verbündeten, die man damit trifft. Und die kriegen für die nächsten 2 bis 5 Angriffe 40 bis 70 Bonusschaden und verlieren 15% Attack Speed dafür. Ist trotzdem sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Und ich wundere mich, dass es nicht levelt. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Und der Ultimate ist interessant. Ja, hier sieht man ihn schon durch die Gegend fliegen. Das heißt, man schickt praktisch dieses Ding los. Dann kann man es nach Lust und Laune explodieren lassen. Da, wo es explodiert, kommt dann sowas. Und da kommt dann noch ein Teil hingeflogen. Und in der Zwischenzeit wurde er schon wieder getötet. Oh. Aber ich möchte nur kurz
sagen, was genau das kann. Also. Oh ja, yeah, das muss ich mir jetzt auch erstmal genauer durchlesen. Second use marks the current location of the one which the exchange put. The greater the distance, the larger the radius affected. It deals damage to enemy units and applies a frostbite curse to units in and around the area that prevents regeneration or healing. Okay. Frostbite units will take minor damage over time. If the units drop below a certain percentage of hit points, they'll instantly shatter. Okay, also das macht es macht Schaden, es stoppt Regeneration, wenn der Gegner unter einer bestimmten Anzahl von Lebenspunkten ist, dann tötet es auch. Jo. Jo. Und dann fehlt eigentlich nur noch ein Held, über den wir sprechen müssen. Shadow Demon. Also, es tut mir leid für alle Leute, die den ganzen Helden kennen. Ich hab's ja gesagt, dass das was wir am Anfang machen werden. Wir werden nicht besonders arg über die über das tatsächliche Spiel sprechen, bevor wir alle Helden besprochen haben. Und daran werde ich mich halten. Also reden wir noch kurz über den werten Kollegen Shadow Demon. Schaut so aus, als ob er 5 Fähigkeiten hätte. Ja, die eine ist nur so ein Release-Ding. Also gehen wir einfach mal kurz durch. Disruption banishes the target unit, removing it from play for the duration. Das ist diese Kugel, die wir vorhin gesehen haben. Upon returning, 2 illusions of the units are created under Shadow Demon's control. Okay. Und die Illusions halten 5 bis 8 Sekunden. Illusions machen 30 bis 60% Schaden. Haskar droppt hier ziemlich und wird wahrscheinlich downgehen. Ich sehe nicht, wie es wieder. Aber ihr habt gesehen, wie Schaden der dem der Schock gemacht hat in ein paar Sekunden. Nehmen wir ein paar Sekunden. 1, 2 Sekunden. Oh! Oh! Warum hat er das nicht explodieren lassen? Ach so, hat er. Aber es hat gedauert. Oh, so knapp. Aber. Ja. Und. Die sind dann halt für 2,5 Sekunden weg. Ist schon eine interessante Fähigkeit, die Illusions machen Schaden. Ich sehe nicht, warum man es hochleveln sollte. Ich finde einen Bereich eigentlich, weil die Banished Duration, die bleibt. Das ist jetzt nur mein erster Eindruck vom Helden, ich kenne ihn auch nicht. Ja, also, Soul Catcher curses a random enemy in an area to take increased damage. The bonus damage is that is a separate insect of damage units under effect of disruption can still be affected by Soul Catcher. Okay. Und macht bis zu 50% Bonusschaden, 20 bis 50%. Das heißt, wenn nur einer in der Nähe ist, dann ist es gut. Aber wenn viele Gegner in der Nähe sind, dann stellt ohne, dass es über Creeps da sind. Ja, ich denke, das ist, wofür die 1 steht. Oder nein? Nein, das ist nicht. Die 1 steht wahrscheinlich für seine dritte Fähigkeit, Shadow Poison. Deals Damage in the 9. Afflicts enemy units with Poison Effect. Poison deals 1, 2, 4, 8 mal den Stack Damage based on a number of stacks on a target up to 4 stacks. Additional stacks cause 50 damage each. This deferred damage is dealt when Shadow Poison Duration is higher than the release sub abilities used. Max Stacks 2. Okay. Das heißt, man kann, wenn man das spammt, macht man ganz viel Schaden. Essentiell. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay. Whatever. Und. Releases the poison to damage on all affected units. Ah, okay. Das heißt, man kriegt jedes Mal 50 Schaden, wenn man gestackt wird davon. Und je öfter er das auf einen spammt, dann kriegt man die Stacks drauf und dann kann es releasen und dann kriegt man den Schaden, je nachdem, wie viele Stacks man auf einmal hat. Interessant. Und das war jetzt. Ah ja, das war dieses Poison. Das hat aber keine besonders große Animation. Naja. Dann nochmal kurz, Demonic Purge purchase the target and unit removing positive buffs and slowing the target for the duration and unit slowly regains its speed until the end of duration upon which damage is dealt. And units under the effect of disruption can still be affected by Demonic Purge. Okay. Und das purge die einfach, kann man einen damit purgen und am Ende kriegen die 200, 300, 400 Schaden, das ist ein guter Slow. Okay, der Ulti ist meh. Aber gut, nachdem wir ja jetzt alles über die Helden wissen, so ziemlich, sollten wir mal kurz über Items reden, denke ich mal. Fangen wir direkt bei Shadow Demon an, der hat nur Arcane Boots und ansonsten. Schaut so aus, als wäre tatsächlich derjenige gewesen, der Wards gekauft hat. Dann haben wir hier einen werten Herren Nature's Prophet. Schaut so aus, als würde er auf einen. Wie heißt das? Das heißt nicht Staff of the Masters. Fällt mir der Name gar nicht ein jetzt. Aghanim's, genau, Aghanim's Scepter. Und es erhöht einfach den Schaden von seinem Ultimate. Ja, oder? Ich glaube, das ist alles, was macht. Oh, hier greifen sie den Zanking. Da seht ihr die 3 Stacks. Oh, hat das viel Schaden gemacht. Oh mein Gott. Und er spammt die Stacks einfach weiter. Wird es wahrscheinlich nicht releasen. Release er das automatisch? About Attack 35 Damage. Ja, es release er automatisch. Und das ist wieder dieses komische Feld. Und es hat tatsächlich einen ganz schweren Schaden gemacht, oder?
Ja, das Shadow Demon ist ziemlich low, nur wegen diesem gammeligen Feld. Oh je. Yeah. Aber, ja, Staff of the Masters oder Aghanim Scepter of Nature's Prophet, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wie gesagt, ich mag immer noch den More Burst Style lieber, aber seit dem Spiel haben wir ihn als Carry gesehen, in diesem Spiel sehen wir ihn mehr als einen unnützen Helden. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Mag Aghanim Scepter nicht. Ich finde es einfach schlecht. Aber okay, er hat sich's geholt und whatever. Whatever. Dann haben wir Titaner. Titaner wird wahrscheinlich nicht so viele haben. Das ist einfach normal für einen Titaner. Oh, er hat tatsächlich einen Blinkdecke. Das ist ein interessantes Item. Sieht man nicht so oft auf Titaner, weil. Oh, 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 Gank of Chuckanaw. Chuckanaw droht ziemlich geslowt. Und da kam der Ulti von unserem werten Herr Shadow Demon ins Spiel. Nachdem es ja ein Purchase ist, ist es nicht davon abhängig, ob er Magnimon ist oder nicht. Purchase sind superior. Und slowt den Chuckanaw damit bis zu Oblivion. Easy, easy kill. Und alles NP in der Zwischenzeit pushen sie oben rein. Nun hat allerdings Titan, hat den Blinkdecker ohne TP. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich her teleportieren wird. Nine Tower geht down. Teleportiert sich stattdessen in die Basis und ich denke, er möchte ihm die Shade. Nun, die Sache mit Titan und Blinkdecker ist, dass man sieht es wahrscheinlich im Normalfall nicht so oft. Erstmal, weil er. Naja. Titan ist. Titaner kriegt im Normalfall nicht so viel Farm. Und dann auch noch, sein Kraken Shell schützt ihm ja vor einiges an Schaden und auch von Stunts. Das heißt, dadurch, dass der AOE von Ravage eigentlich so gigantisch groß ist, also 925, ihr seht ja der Kreis, es ist riesig. Es wird kaum möglich sein, eine Titaner in dem Radio oder in dem Zeitraum zu töten, wo er nicht in der Lage ist, um die zu aktivieren. So schnell kriegt man es bei dem Helden eigentlich kaum hin. Und deswegen ist dieses Initiation Tool auf ihm eigentlich nicht notwendig. Da er eh nur dazu da ist, sein Ulti zu aktivieren, mehr oder weniger. Naja, vielleicht sein komisches Encore Smash macht ja auch einiges an Schaden. Naja, vielleicht funktioniert es. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so viel über Dota. Muss ich auch noch lernen. Und ich stelle nur Vermutungen auf. Falls ihr mir nicht zustimmt und falls ihr irgendwelche Argumente habt, warum ihr mir nicht zustimmt, dann hinterlasst sie doch bitte in den Kommentaren und lerne ich auch noch was dazu. Oh, Initiation of Zanking. Zanking geht direkt unsichtbar. Oh, schön rausgeblinkt hat sich der Wetter. Titan tatsächlich. Allerdings, oh, Zanking hat ein dickes Problem. Sogar der Ravage used. Aber Zanking, 200 Leben, benutzt die Urn. Was ihn heilt, übrigens für die Leute, die es nicht wissen. Aber er benutzt die Urn. Heilt sich damit hoch, aber und jetzt hat Ancient Reparation ein relativ großes Problem. Zanking kommt wieder rein, Ancient Reparation wird down gehen, Storm Spirit kommt auch in den Kampf, Zap durch die Gegend, wie ein Bekloppter. Und jetzt versucht nur noch der Warlock wegzukommen, Huska lässt das aber nicht mit sich machen. Huska sagt, komm her, Bitch, ich kill dich. Huska wird aber stattdessen von einer anderen Bitch auseinandergenommen. Storm Spirit fliegt immer noch durch die Gegend und jetzt auch noch der letzte Kill auf unseren Werten hier. Shadowblade, nein, stimmt gar nicht, war nicht der letzte Kill. Furion ist immer noch am Leben. Allerdings fragt sich nur, wie lange. Nicht sehr lang beantwortet diese Frage. Und ja, Genocide für die Legion-Seite. Und das war ein sehr interessanter Fight. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die... Nicht die Legion. Es tut mir leid, also daran muss ich mich noch gewöhnen. Die Radiant-Seite. Genocide. Einfach nur hatte ich das Gefühl, dass Dire mehr oder weniger ein bisschen zu sehr aufgeteilt waren. Die hätten ein bisschen koordinierter spielen sollen. So, die Sache, dass Furion am Ende noch reingekommen ist. Dass Titan seinen Blinkdecker benutzt hat, um wegzukommen. Wenn man sich einen Blinkdecker zum Mini-Shaden kauft, dann sollte man zum Mini-Shaden benutzen. Und auch wichtig war, dass er sein Ulti eigentlich nur für sein King benutzt hat. Um dann festzustellen, dass es gar nicht für den King reicht. Der sein King ist jetzt immer noch am Leben. Und ja. Das hat sich jetzt gerade eine Baracke gekostet. Big deal. Aber ja, reden wir nochmal über Items, weil wir haben ja das ganze Spiel über drüber nicht drüber gesprochen, deswegen finde ich es ein bisschen Zeit dafür. Das heißt, wir haben Power Treads, Ogre Club und Armland auf Huska, das ist alles relativ Standard. Ich denke, dieses Ogre Club wird wahrscheinlich zu einem BKB werden. Das wäre, denke ich mal, die beste Wahl. Besonders in so einem Spiel. Ich meine, wir haben Lashwag, Magie, Warlock, Magie. Juggernaut. Teilweise Magie, teilweise physisch. Aber aktuell. Ja, ich denke trotzdem hauptsächlich physisch, aber. Oh, was macht der Juggernaut? Juggernaut springt rein, wie so ein Wahnsinniger, macht durchaus einige Schaden, aber so viel Split-Schaden, dass es sich kaum gelohnt hat. Das hier ist der schöne Slow vom Nährwerten hier Warlock. Juggernaut wird aber dennoch down gehen. Ja, keine Chance. Zanking versucht jetzt hier noch was zum Laufen zu bringen. Das ist sein Ulti hier und er schafft tatsächlich den Kill.
auf den Titaner zu kriegen und Huskar geht auch da. Man sieht, wie Storm Spirit einfach nur wie ein Bekloppter durch die Gegend zappt. Benutzt seine linken Sphäre, um noch sich wieder hoch zu regenerieren. Mit der Bottle hat es ihm geholfen, im Kampf wieder reinzukommen, nachdem er eigentlich schon ziemlich low war. Und sie haben es tatsächlich geschafft, schon wieder fast eine Genocide rauszuhauen. Führen jetzt mit 34 zu 18 Kills. Eigentlich eine ziemlich große Führung. Wenn die das aufrechterhalten, ne? Schaut das ganz gut aus. Mir fällt gerade erst auf, dass der so einen coolen Bart hat. Oh, schaut euch mal das Bild an vom Swarm Spirit, der hat so einen coolen Bart. Wollt ihr eigentlich, dass ich die Maus anlasse oder ausmache? Aktuell habe ich sie immer aus, aber keine Ahnung. Persönlich gefällt es mir besser, wenn sie aus ist. Weil ich benutze die Maus eh nicht so viel. Ich habe die Maus hauptsächlich eigentlich auf der Minimap. Und 90% der Fällen bewege ich die Kamera mit den Pfeiltasten. Einfach nur. Ich meine, die eine Hand ist eh voll. Oh mein Gott. Ja. Storm Spirit raufelt sich von einer halben Karte rein und zerstört ihn einfach. Ja, ich meine, der macht viel Schaden, ey. Und schaut was, würde der Mid-Tower jetzt droppen. Der Golem, so wird er ja Malphas. Ich glaube, ich bleibe bei Malphas, das ist doch ein toller Name. Aber der Malphas, der pusht hier rein. Und schaut was, würden die Bracken auch droppen. Storm Spirit möchte hier irgendwas im Laufen bringen auf den Titan nach Titan und wird instant droppen. Sand King kam auch rein zum Nischen. Ich habe das Gefühl, das ist das Spiel hier. Ja, GGs kommen zwar von der Legion-Seite als erstes, ist nicht sehr nett, aber ich habe das Gefühl, diese Leute haben keine Lust, mit das Kurs zu verteidigen. Und die Baracke geht auf jeden Fall down. Die Sache ist nur, das Spiel hier hat immer noch keine Situation. Und ihr wisst, dass ich kein großer Fan von Conceden bin. Dass ich eigentlich eher einer bin, der sagt, okay Leute, wir spielen bis zum Ende, wir spielen bis es wirklich keine Frage mehr ist, dass wir verloren haben. Aber es ist jetzt wirklich keine Frage mehr, dass wir verloren haben. Und ich fände es nicht so angebracht, wenn man einfach nur eine Option aufzugeben einbaut. Ich verstehe nicht, warum nicht. Ja, die Legion wird jetzt hier einfach kurz reinpushen. Alle Tower zerstören, Mega Creeps auf die Basis schicken und schießen. Aber ja, wie gesagt, das hier war. Wir sind immer noch dabei zu lernen, ne? Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich so viel Zeit damit benutze oder so viel Zeit damit verbringe, einfach nur auf die Helden einzugehen und zu erklären, was sie können. Oder selber rauszufinden, was sie können, was ja heute auch in zwei Fällen der Fall war. Und ja, deswegen, sobald wir aber mal mit jedem Helden durch waren, sobald wir wissen, was alle Helden können, müssen wir das nicht mehr machen und wir können uns wirklich darauf konzentrieren, die Spiele zu genießen, die Strategie dahinter zu betrachten und alle tolle Sachen, was halt MOBAs ausmachen, was MOBAs so interessant machen. Und ja. Oh mein Gott, das wird nicht nett. Ja, aber haben die einen Kill gemacht? Nee. Und vielleicht versuchen die das jetzt hier zurückzuschlagen. Ja, Huskar ist im Kampf und Huskar wird ja stärker, je weniger Leben er hat. Zerstört eigentlich das halbe Team von denen, allen, die hier Storm Spirit. Nimmt Huskar auseinander, hat jetzt aber selber auch ein dickes Problem. Ich weiß nicht, ob er hier rauskommen wird. Er hat genug Mana, um sich ein bisschen zu lieben. Ein kleines bisschen, das kleine bisschen könnte aber genug sein. Nein, hier kommt Titan, der springt rein. Der Gush und der Anchor Smash für den Easy Kill. Allerdings muss man bedenken, dass sie die Mega Creeps haben, dass das Spiel eigentlich schon GG ist. Und die werden gegen Mega Creeps nicht aushalten. Keiner hält gegen Mega Creeps aus. Und Zen King wird jetzt auch noch versuchen, ein paar Kills zu machen. Ja, darauf läuft es hinaus. Sind noch ein bisschen Kills haben. Und Dias Ancient wird jetzt wahrscheinlich noch gehen. Alles ist gut. Das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut euch auf mehr Dota 2 Content oder wenn es euch nicht gefällt, dann freut euch halt nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte drückt doch Like oder gefällt mir oder was auch immer es auf Deutsch heißt. Gebt ihm eine positive Wertung, Thumbs up
Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann Thumbs down und hinterlasst einen bösartigen Kommentar. Wenn ihr nur Thumbs down macht und weil euch das Video nicht gefallen hat, dann werde ich böse, weil das ist unglaublich unkonstruktive Kritik, die niemandem was bringt. Also, bis zum nächsten Video.